Hola, ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich begrüße euch alle hier zu einem neuen Format beim Aswad's Evening Advent Calendar. Ich bin, falls ihr es nicht bemerkt habt, der Hauptmoderator von diesem ganzen Projekt. Und deshalb werde ich auch dieses neue Format eben einleiten und auch, ja, nicht nur einleiten, sondern auch durchführen. Und zwar steigen wir in ja, Let's Plays ein. Ich hoffe, ihr könnt das hier alles sehen. Und deshalb habe ich auch drei Apps vorbereitet. Aufgrund von technischen, ja, Gegebenheiten werden es halt jetzt Android-Apps sein und nicht klassische Spiele, die auf einer Disk gebrannt sind. Aber falls die Nachfrage eben steigt und auch ihr das gut ja, willkommen heißt und auch empfängt, dann kann man sich bestimmt auch steigern. Deshalb werdet ihr auch mich erstmal nicht sehen, sondern mich hören, und ich hoffe, dass man auch dann den Ton hört vom Spiel und eben parallel auch mich. Genau, so viel zum Intro. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Dafür würde ich noch sagen, falls euch das gefällt, ihr aber selbst irgendwie wollt, dass ich dieses Spiel austeste oder irgendwas reacte, dann ja, schreibt es in die Kommentare. Ich lese immer fleißig mit, und ja, dann würde ich sagen, jetzt starten wir auch wirklich. Und zwar, ups, das war jetzt nicht geplant. Nope. So, auch nicht. Jetzt. So, Subway Surfer. Ich weiß, dass einige von euch das sehr, sehr gerne spielen. Ich eigentlich nicht, weil ich bin da jetzt nicht so gut drin, aber das werde ich jetzt auch zeigen. So. Jetzt seht ihr das. Ah, okay, das kenne ich selbst nicht, dass es in dem Format so gezeigt wird, aber das ist auch nicht schlimm. Den Alter, ja, da werden wir jetzt einfach lügen. Die sagen einfach, wir sind 65 plus. Ja, wenn dann meine Leistung dann nicht so gut ist, dann schiebe ich das auf mein falsches Alter. Also, wie wir mit deinen Daten umgehen, ist mir jetzt eh egal. Möchtest du deine Erfahrung mit Werbeanzeigen verbessern? Bestimmt nicht. So, gibt es irgendwie noch Ton oder? Ich hoffe, der kommt noch. Aha, sehr laut, sehr, sehr laut. So, ich hoffe, man kann mich hören, aber also es ist ein bisschen laut immer noch. Ich glaube, das ist besser. So. Ja, zum Spiel in Kairo. Okay, ein bisschen orientalisch. Nordafrikanisch. I'm scared, Leute. Okay, let's go. Ich bin in diesem Spiel wirklich, wirklich schlecht. So als. Ja, hier. Okay. Krasse Moves. Außerdem, ich spiele auf dem Tablet, also müsst ihr. Achso. Müsst ihr, wie das verzeihen, wenn meine Leistung wirklich unterdurchschnittlich ist. Hier ein A, sammeln wir Aspects Evening Advent Calendar, das wäre ganz lustig. Eine magische Box. Eine Mystery Box, wie das heißt. Wir haben ja auch die Musik angepasst, fällt mir gerade auf. Oh, shit. Shit. Ja, gut, das war's. Highscore 967, das ist. Ja. Das müssen wir nämlich eigentlich bestrafen. Aber mal sehen, was wir bekommen haben. Gold, 500.000 sogar. Nee, wir wollen keinen Bonus, keine Werbung. Denn dieses Format ist natürlich ohne Kooperation, aber falls hier jemand mit mir kooperieren möchte, dann gerne. Vorführungsstelle bezahlt natürlich, like, there is nothing for free. Ja, spielen so, dann probieren wir das doch mal aus. Auf dem Tablet ist halt wirklich schwer, weil ich habe das jetzt auf dem Tisch. Ich kann das auch nicht so halten wie auf dem Handy. Und ja, ist halt ein bisschen anders. Oh mein Gott, was mache ich da? Mann. Okay, nochmal. Wir versuchen das jetzt. Ich möchte meinen Highscore knacken. Irgendwas freigeschaltet oder irgendeine Quest erreicht.
Was mich bei diesem Spiel auch mal so nervt, ist eigentlich. Ja gut, die wollen ja auch, dass man, also die Macher wollen natürlich, dass man so viel, viel davon spielt, aber man hat immer 25.000 Quests, die man erreichen kann, und immer, wenn man so perfektionistisch oder, wie heißt denn das, ja, so angeordnet ist oder so denkt, dann hat man so diesen Drang, das auch zu erfüllen, aber teilweise müsste man, glaube ich, Jahre spielen, um wirklich alle Quests zu erlangen, aber wie gesagt, das ist ja, was sie erreichen wollen auch. So, let's go. Habe ich jetzt meinen Pascal knapp immer auch nicht, was sagt. Oh Gott. I'm scared here, okay. So. Was mir ein Artist? Ja, I'm an artist, so it makes sense. Achso, warte, wenn ich den Magneten. Ich muss sagen, ich feiere die Musik. Ich mag dieses Orientalische tatsächlich. Das ist auf jeden Fall besser als das Originale. I'm scared. Okay, okay, okay. Alter, es wird schneller, ne? Es wird schneller. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bin ich gerade hier im Fußballstadion. Sweet. Was? Okay, let's go. Okay, da kommt ein bisschen. Das ist immer das Glas. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich würde schon gern Artist. Oh, ich liebe das. Ich feiere das. Ja, noch ein Dings, bitte. Du, 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 du. Kannst du dann diese Musik ausstellen? Weil wird so von dieses Beats per Minute. Kommt mir das so vor. I am hella scared. Ja, wie ist eigentlich eure Weihnachtszeit so im Moment? Wie genießt ihr? Macht hier so, ah, okay, jetzt. Yes, we did it. Yes, we did it. Oh nein, nicht dieser Fettsack. Das ist Big P. Also, kennt ihr Big P? Falls nicht, dann müsste ich euch da einweihen. Aber das ist natürlich eine Story abseits von. Oh Mann, ich dachte, das würde mich hochbringen. So. Was heißt das? Nur 717 Punkte im King zu schlagen. Egal. Aber ja, das ist noch eine gute Steigerung. Also ich weiß, ihr seid Pros, ihr habt da bestimmt 400.000 oder so oder 117.000. Ich habe jetzt 4.283. Abgeschlossen. Ja, zum Kopfband antippen. Will ich nochmal spielen? Ah, eine Mystery Box. Was ist das denn? Ein Punktzahl Booster. Erhalte 3. Nee. Ah, oh, noch eine. Stimmt. Einmal Jacks Brüder, so, und guck mal, was da steht. 149 mehr sammeln, um Outfits Star von Jack zu tragen. Ja, als ob ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, pro Spiel, wenn man ganz gut ist, kriegt man vielleicht 3, dann muss man 50 Spiele, um so ein scheiß Outfit freizuschalten, weil Jake hat schon auch so 20 Stück davon. So. Wollen wir nochmal spielen? Ja, machen wir das, aber ich glaube, das wird jetzt eine kürzere Runde, also mal direkt so ein Teil. Das gibt mir doppelte Sterne oder sowas, oder was ist das eigentlich? Doppelte Punkte, ah, okay, dann. Ah, das ist gut, dann kann ich meinen Highscore doch vielleicht knacken. Da wieder hier Stadion-Vibes. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier, diese Musik macht mich wirklich, ich würde hier ganz gerne auch Bauchtanz revolutionieren. Also bei 4000 Likes, also wenn das Video 4000 Likes kriegt, macht, gibt es auch ein Special Bauchtanz-Video von mir. Zu Weihnachtsmusik natürlich dann. Damn, where are we going? Okay. Wieder sehr eng hier. Ich hab jetzt keine Luft. Oh, was ist das denn? Arabian Nights! Oh Gott, ah, scheiße. Mann. Ach, wisst ihr was? Wir gucken uns Werbung an. Wird man links wirklich geblockt?
Egal, jetzt bin ich spät. Das ist ein Hoverboard. 3 Stück sogar. Das ist ja nice. Ja, also, ich glaube, ihr habt jetzt gesehen, wie ich mich angestellt habe. Ich denke, das wäre jetzt auch ganz lustig. Dann würde ich sagen, beenden wir das Spiel. Ich verliere nie deinen Spielfortschritt. Nö, danke. Wie was ist das? Saisonmarken, Pyramide und Hieroglyphen. Erhalte Eventmünzen. Miss Maya. Okay, nein. Aber als ob ich für so ein Willkommenspaket 49 zahle, soll ich mich jetzt herausbilden. Du bist dabei, das Spiel zu verlassen, bis fortfahren, ganz genau, das möchte ich. Ich versuche mal wirklich, dass ich... Seht ihr das? Das ist einfach dreist. Ja, achso, ich habe bleiben geklickt, kann sein, beenden. So, genau, das nächste, wie ihr seht, ist Crossy Road. Das ist ein sehr angenehmes Spiel, da war ich sogar ganz gut. Das ist auch schon länger her. So, jetzt frage, wie wir das, in welchem Format das hier spielen. Aber ich denke, mein Alter, ja, wir machen jetzt einfach das Höchste, was so geht. 99, geht noch mehr. Geht das? Geht nicht? Das geht, ja, machen wir das. Crossy Road. Ich weiß gar nicht, welches Format. Hallo? Achso. Es gibt auch eine Disney-Version, glaube ich. Also Disney, die Disney-Games haben auch so eine Version, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist doch... Hier, ich bin coinsüchtig, ich brauche das. Das ist noch alles Intro, deshalb ist es noch sehr entspannt. Oh, scheiße. Ja, das war nicht gut. Aber gut, ihr wisst, wie das Spiel geht. Und... Geschenk? Ah, ein Geschenk. Wow, I'm feeling so overwhelmed. Preis gewinnen. Achso, jetzt kriege ich eine Figur. Hoffentlich eine coole Figur. Who am I getting? Eine Emo-Guts? Emo-Guts. Okay, wir benutzen das auf jeden Fall. Aber haben die... Oh mein Gott. Ach, die ganze Ding ist auch noch depressiv. Ich weiß, ich verloren, weil ich so lange gebraucht habe. Ja. Ich glaube, die Emo-Guns wollte das einfach. Die wollte nicht mehr leben, wisst ihr? Deshalb haben wir der Natur ihren freien Lauf gelassen. Also jetzt die Frage, ich feiere, dass es sowas wie eine Emo-Guns gibt. Ich feiere auch, dass es so ein depressives Ambiente gibt. Aber es ist halt diese Farben. Ist ein bisschen schwer. Keine Ahnung, also... Schwer im Sinne von, ich finde es ein bisschen komisch, aber wir versuchen es nochmal, ansonsten steigen wir auf die herkömmliche Gans. Ist auch sehr schnell. Ich glaube, der Nachteil bei diesem Format ist, dass ich das so halte, nicht Format, also in diesem Konstellation, oh Gott, in dieser Konstellation halte, weil, oh mein, das ist, im Hochformat ist es, glaube ich, einfacher, weil dann hat man mehr Zeit. Weil es ist meine Bildschirm, glaube ich, begrenzt. Also zumindest kommt mir das vor. Es kann auch sein, dass es egal ist. Ja, das wollte ich. Habe ich jetzt geknackt, meinen Rekord? Ja, ich glaube, das Höchste, was ich erreicht hatte, persönlich war irgendwas mit 170 oder so. Ja, das war's. Das vergessen wir. Ja, so geht's mir auch. Every morning, every night. Das klingt auch so ein bisschen, als würde Homer Simpson stöhnen. Also ich weiß nicht. So stelle ich mir das vor. Nicht, dass ich mir jetzt irgendwie vorstelle, wie Homer Simpson stöhnt, aber you know. Oh mein Gott, den Fluss kann ich nie überqueren. Das ist doch unmöglich, Leute. Oh. Schnappschuss.
54. Wollen wir es nochmal versuchen, aber ich glaube, wir versuchen es mal mit dem anderen. Mit der Assistant. What is this? Sind das Minispiele? Nee. Ah, Geschenk. Ja, gerne. Oh, ein Winterding. Ah, okay. Versuchen wir mal das. Jetzt haben wir was Neues. Oh mein Gott. Das ist hier eine fünfspurige Achterbahn, würde ich sagen. Autobahn. Ja, Geschenk nehme ich trotzdem. 120. Ihr seid hier aber großzügige Pinker, oder was? Ich glaube... Gibt's auch so wie eine Schneelandschaft? Das würde ja gerade zur Saison passen. Könnt ihr mal hier... habt ihr das gesehen? Dieses Teil hat zweimal, ich hasse den Fluss. Okay, das geht noch so von der Dings her, aber... Manchmal gibt es auch so richtig lange Grünflächen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass dann wirklich geschenkt. So klinge ich, wenn ich Bronchitis habe. Ich meine es ernst. Oh, daher, ich hätte verloren, eh. 40. Also ich hätte schon gerne nochmal den Dings knacken, aber... Das war... Oh, das war sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Seht ihr genau, das meine ich. So, hier. Aber 99, 1 für 100. Oh. Ich glaube, aber das war jetzt wirklich eine Glückssträhne. Preisgewinn. Ah, nee, ich gebe jetzt kein Geld aus. Aber wir sind es trotzdem. Jetzt habe ich Blut geleckt. Wie lange mache ich das hier eigentlich? So, Freunde. Ja, das fühlt ja nicht gut an. Wieso läuft da Musik? Oh, habt ihr das gesehen? Das ist doch. Unmöglich. Okay, kommt noch einmal. Hier ist es ja schon fast wie bei diesen. Und jetzt ein Wort von unserem Sponsor. Nein, keine Werbung, bitte. Mann. Oh. Brain Test. Das ist doch eigentlich auch lustig. Ich glaube, das würde ich auch gerne mal ausprobieren mit euch. Tricky Puzzles. Brain Test is an addictive-free tricky puzzle game with a series of tricky brain teasers. Different riddles and tricky tests will challenge your mind. This oh, not English. Alright. This is the pilot. Schalte ihn. Oh, wir testen hier. Schalte ihn aus. Sonst kocht er noch über. Aha, die hilft dem Bodybuilder. Nochmal. Ja, ich glaube auch, meine Mucke ist jetzt auch nicht größer. Ja, thank you next. Thank you next. So, wo waren wir? Hier, ne? So, kann ich jetzt zurück, bitte? Zurück. Ist hier kein Kreuz? Hallo? Oder was ist normalerweise weiter? Ah, nee. Hä? Hier, technische Störungen. Das ist doch die Crossy Road App. Achso, hier, Alter. Sind die so 30 und hier oben versteckt. Jetzt kann ich immer noch nicht raus, muss ich auf ein Kreuz warten. Ja, da. So, jetzt. Okay, ich glaube, wieso? Was ist das? Danke fürs Spiel. Jeder Kauf im Spiel wird diese Werbepause noch. Nee, danke. Warte, was ist das? Rutschpinguin. Schalte einen besonderen Eisrutschlevel von. Ah, stimmt, das gab es ja auch hier irgendwo. Moment. Irgend so ein Minispiel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Was ist 2 Minzblumen für immer? Oh ne, ich will nichts kaufen. Spielt in jedem Durchgang einen anderen. Achso, ich glaube, es gab.
kann es sein, dass es irgendwie pro Charakter irgendwie so ein Minispiel gibt, weil ich weiß, dass es irgendwie sowas wie ein Eisrutschen gab. Was ist das? Kann ich das machen? Nee, das sind nur diese Spielkarten. Besonderes. Hipsterhuhn. Sparschwein. Ah, hier. Spezialspielmodus. Was, aber das würde ich voll gern freischalten. Ja, ich glaube, da müsste man jetzt lange spielen und drauf warten, bis da überhaupt was käme, aber... Ja, vielleicht können wir es ja... Warte. Wir haben ja jetzt... Können ja was kaufen eigentlich, also müssen wir nochmal Geld ausgeben. Wer weiß, was können wir jetzt mit dem Pingu? Wie gesagt, ist das... The Dress. Okay. Sehr einfallsreich. Ist das nicht... Ah, Moment, das ist doch dieses Dings, The Dress. Ich check's. Alter, das ist richtig iconic. Ihr könnt euch doch bestimmt an 2016, glaube ich, war das, oder 15 oder so, wo es hieß ja, which color do you see? Is it blue or black or is it gold and white oder sowas? Das ist das, weil so sah das Kleid doch aus. Und deshalb Hashtag The Dress. I think it is the one. Falls nicht, falls was anderes zu dir, das einfach nur wirklich random ist, dann schreibt es in die Kommentare, aber... Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es dieses, ja, nicht Meme, aber dieser Trend war einfach. So, gibt es irgendwie was Spezielles? Ah, hier, genau, doch, das ist jetzt. Bei ihr ist es nämlich Gold und Weiß. Das war auch die, das sind auch die Farben, die ich gesehen habe. Und ich glaube, teilweise in den ganzen Edits war das wirklich überspitzt, weil ich kann vorstellen, dass es je nach Bildschirmhelligkeit und Einstellung, das, ja, me when I erhalte Updates jetzt abonnieren, aber ich nehme trotzdem das Geschenk. Bitte den Pingu. Geschenk in 30 Minuten? Nein. Ja, ich würde nicht den Pingu nehmen. Was kriegen wir? Das ist süß, ein Koala, aber kann ich damit irgendwas Spezielles machen? Ah, oh mein Gott, ein Krokodil. Warte, ich glaube, da drauf. Darf ich da drauf? Die Antwort ist wohl nein. Dann nochmal. Oh nee, bitte nicht schon wieder. Bei Amazon findest du überraschende Angebote. Die machen jetzt hier das. Ich hoffe, das wird jetzt nicht auf YouTube gesperrt, weil das wäre jetzt natürlich ganz, ganz tragisch. Müsste ich das rauseditieren und dazu habe ich eigentlich die Zeit nicht. Was ist das? Danke fürs Spiel. Jeder Kauf im Spiel wird. Nein, danke. So. Aber ich finde es auch toll, dass hier diese ganze anpassen. Das macht es natürlich schön abwechslungsreich und das ist auch wahrscheinlich der Zweck des Ganzen. Hier ein bisschen Wüste. Ja, das kennt man ja. Wüste und Autobahn nebeneinander. That's literally. Nein. Geburtstagshuhn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Achso, das grunzt, oder? Ist das ein Schwein oder was war das? Ein Koala. Machen Koala solche Geräusche? Das klingt wie so ein Wildschwein. Machen Koala überhaupt Geräusche? What does the Koala say? 29. Ja, ich glaube, das ist eine gute Zahl, um aufzuhören. Aber ich würde trotzdem gerne das Pinguin den Pinguin haben. Ob ich noch ein Geschenk oder. Damn. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich verstehe nicht, warum hier. Der wird auch platt gedrückt zum Pfannkuchen. Okay. It's enough. Falls ihr sehen wollt, wie ich meinen Highscore knacke, dann... Nein, also jetzt langsam hier zu bunt. So, ich habe natürlich gemerkt, dass ich diese Funktion habe, auch das zu pausieren. Deshalb habt ihr die Werbung jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt eine Minute gebraucht, bis ich wieder raus war. In dem Sinne würde ich sagen... Was ist jetzt mit Crossy Road? Und wir gehen zum dritten Teil über. Und zwar Among Us. Ich denke, das wird vielleicht sogar lustig. Oder lustig, ja. Ja, also ich habe mich auch schon angemeldet, das heißt, das müssen wir jetzt nicht machen.
Also wieder auf dem Tablet ist ein bisschen komplizierter, glaube ich, oder ein bisschen schwieriger zu annehmen. Oh Leute, versuchen wir das mal jetzt. Wir sehen uns. So, wie sind wir wieder? Ich habe jetzt 200 MB an Daten runtergeladen, hoffentlich finde ich das auch. Ich weiß, dass sich das Spiel auch verändert hat seit 2020, im Sommer. Also war das erste Mal, wo ich das entdeckt hatte. Da war es, glaube ich, auch ein Trend überall, TikTok, Instagram, überall wirklich. Genau, wir spielen natürlich online. So, Spielsuche, privat, nee, öffentlich, genau. Oh, das kenne ich gar nicht, die Airship, das ist neu, gell? Gut, aber was ich nicht kenne, das machen wir erstmal nicht. Ich kenne natürlich The Skill, das Chat, Free Time, nein, Free Chat, Deutsch. Ja, also, natürlich können wir auch, ehrlich, gibt es keine Deutschen mehr. Wie kann das denn sein? Also Verräter, so. Ach, wir können auch eine Links haben. Haben wir dann hier mehr? Ah, okay. Ah, oh, es gibt auch den Modus, dass man gar nicht weiß, wie viele das sind. Und das ist auch. Ja, wir haben nur zwei. So, wir gehen in. Pseudopods. Ja, wo lohnt sich das? Ich glaube, Pseudoscan. Oder das hätte ich nicht. Ach, Mann. Ja, machen wir mal. 8 von 10 ist aber auch. Ach, machen wir das einfach. Danke für nichts. Dann gehen wir jetzt in Ghost Norm. Dann warten wir jetzt einfach im Raum. So. Apprent Game, so möchte ich aber nicht heißen, dann gehe ich wieder raus. Kann ich das ändern? Spiel verlassen. Leute, wir nennen es jetzt mal um. Ah, Nordamerika, hä? Europa. Das macht mehr Sinn. So, wo gibt es hier Einstellungen? Ich sehe keine. Hallo, Konto. Ah, okay. Kann ich das ändern? Namen ändern. Ja, wir nennen uns natürlich hier. Mod. Oder für Moderator. Bestätigen. 92 LBs, das sind durch 2 sind 46 Kilo, ja, also das kommt so auch mit meinem, mit meinen Zahlen hin. Nein, passt. So. Öffentlich. On Scan. Und wir gehen auf Deutsch. So, dann gehen wir auf Pets Alien. And don't know what this is. Aber der andere ist wohl immer noch groß zum Kopieren klicken. Ah, diese Funktion, das war natürlich auch gut gewesen damals, das gab's nicht. Aber gut. Okay, Leute, hoffentlich bin ich ein Imposter. Garderobe. Nee. Nee. Müssen wir warten, hier gibt's irgendwas im Chat. Natürlich hätte ich das gerne erstmal ändern. Kann ich das ändern schnell? Die Sprache. Oh nee, Mist. Jetzt bin ich raus, oder? Jetzt bin ich safe raus. Eigentlich müsste ich das doch ändern können. Oh, das Spiel hat begonnen, egal, never mind. Ich bin Besatzung, wie langweilig. Aber egal, wir machen dann unsere Fleisch. Deine Rolle ist Ingenieur. Warte, sowas gibt's auch? Sagt mir das niemand. Was ist hier los? Admin-Karte ziehen. Was für Karte ziehen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hilfe. Oh, scheiße. Ich bin irgendwie ein bisschen verloren. Wohin? Ah, jemand wird das safe gekillt. Ich check nicht, was ich machen soll. Ich werde hier gekillt, ich werde hier gekillt. Kann ich hier bitte die Einstellung Dings ändern? Den Touch, ja, das ist viel besser. Oh nein. Leiche gemeldet. Hier im Hintergrund gibt es noch Geräusche. Ich glaube, ich melde mich gleich zurück. Na, wobei, das geht nicht, ich bin jetzt im Spiel drin. Egal, falls ihr das hört im Hintergrund, tut mir leid.